Ist doch ganz süß, oder? Ist ein bisschen schief, aber sonst? Schade, ist echt ein bisschen schief. Müsste ich in meine Stream-Info jetzt basteln eigentlich reinmachen? Also. Wo ist denn hier? Wenn es das gibt, packe ich es mal eben rein. Brinjude, guten Morgen. Wie geht's dir? Ich hau jetzt erstmal. Ich hau jetzt hier Basteln noch rein, wenn es das gibt. Basteln. Gibt's nicht. Wie heißt das denn? Bauen mit Bausteinen gibt's aber. Kreativmodus. Wir sind ja hier relativ kreativ. Wir gehen einfach zusammen wieder schlafen. Nein, ich bleibe wach. Dann lieber abends früher ins Bett. Ich kann keinen Mittagsschlaf, dann ist over and out bei mir. Gott, wo bist du? Jetzt habe ich den Chat komplett verloren. Ah, da. Samirane, guten Morgen. Na, wie ist es? Oh Mann, mein Kaffee ist leer. Oh, ich sehe, das Ding überdeckt den Kaffee-Counter. Warum sagt das denn gar keiner? So. Quark plus Giftpulver gleich Liebe, so ist es. Gut, dass Ankermatze nicht da ist, Amela. Gibt's als Tag nicht, hat gerade schon geguckt. Was? Als Tag, ach so. Ich habe jetzt Kreativmodus rein. Habe ich was verpasst? Ich weiß nicht, Samirane, so viel glaube ich noch nicht. Ich telefoniere seit 24 Minuten mit dem, der es einen Tag keine halbe Stunde abwarten konnte. Sieht gut aus, ich kann doch nicht mal mit einem Lineal einen geraden Strich zeichnen. Nicht mal mit einem Lineal. Oh, das ist jetzt aber schon ein bisschen schlecht dann, oder? Nicht mal mit einem Lineal. So. Ja, Amela, aber so ein 2 Meter Abstand Spaziergang mit Kaffee to go könnten wir eigentlich mal machen, oder? Klingt ganz nett. Oh, jetzt hatte ich einen Doppelkinn. Ups. Ganz okay, Brinjude. Das klingt ja nur so semi-gut, ne? Mir geht's gut. Brin soll Abkürzung für Berlin sein. Ach so, Berlin-Dude. Eventuell leichter auszusprechen, ja. Danke für den Tipp. Berlin-Dude, das ist gut. Ja, okay, Mittagsschlaf ist bei mir auch Rest in Peace, aber abends früh ins Bett ist momentan auch so schwierig. Ich bin vor 3 meistens nicht im Bett. Vor 3 Uhr nicht? Ach du Scheiße. Und um 8 wieder wach. Oh Gott, ja, nee, das klingt gar nicht so Bombe. Julia bastelt für mich und ich telefoniere nebenbei, beziehungsweise bin in der Warteschleife, ja. So, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut, würde ich behaupten. Wobei, nee, das gefällt mir noch nicht so. Ich möchte gerne so, ja, so mache ich das. Und dann kommt das Herz vorne drauf. Ist das krass? Na gut, sieht schon mal schick aus, deine Bastelei. Yay. Totally, so. Gut, dass ich noch ein bisschen... Gut, dass ich Ikea-Möbel gekauft habe und Pappe über habe. Ich glaube tatsächlich, mein Kleber hält auch nicht mal allzu lange, aber naja. Leute, bitte keine Postkarten-Extra-Wünsche mehr. Es gibt nur die Standard-Postkarten. So. Passt schon. Ja, Bastelkleber wäre vielleicht nicht schlecht. Angelo,
auch am Start. Guten Morgen, Angelo. Ja, du hast die Hälfte schon verpasst. Es tut mir leid, aber es war auch sehr spontan alles. Aber so viel ist eigentlich auch noch nicht passiert, weltbewegendes. Ich bastel hier gerade eine Postkarte für Amila. Quatschen ein bisschen, aber alle sind noch ein bisschen müde und schreibvoll. Julia könnte auch mal einen Schminkstream machen. Oh Gott, sag das nicht zu laut. Meine Mods wollen das auch schon unbedingt. Aber wie gesagt, das dauert keine 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Dann mache ich den Stream an, schmink mich 10 Minuten und mache wieder aus. Ein Hoch auf IKEA-Pappe. So ist es. Oh, Berlin Dude, das klingt nicht so gut. Aber wenn es von alleine wieder weggeht, dann toi toi toi, ne? Da drücke ich mal die Daumen. Kannst du mal spontan eine Kostkarte machen und auch beim Joggen kurz nach Köln kommen? Hei, 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 hei. Auf jeden Fall. Ich bin gleich da, ne? Kein Ding. Naja. Aber ansonsten bin ich öfter mal in Köln. Ich habe auch gestern schon mit Amila gesagt. Beziehungsweise, ja, also wenn jetzt diese ganze Corona-Scheiße mal vorbei ist. Weil hier sind ja relativ viele aus Hamburg und keine Ahnung, wer einfach mal so Bock hat, dass wir abends irgendwo einen Tisch reservieren und mal essen gehen und ein bisschen schnacken oder so. Weil ich fände das voll cool, mal von einigen, also zu sehen, welches Gesicht hinter den Namen steckt. Und da würde Amila mich begleiten. Also wenn die ganze Krise vorbei ist, ob wir das mal machen. Also wer Bock hat. Na, soll ja ein Unikat bleiben, also mit dem Postkarten-Extrawunsch. Ja, denke ich mir auch. Ja, wegen dem Coronavirus und dadurch, dass wir Homeoffice machen, ist momentan alles etwas komisch. Da hat man nachts um 2 noch eine Konferenz. Du hast um 2 Uhr von der Arbeit mal eben noch eine Konferenz? Was machst du denn beruflich? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja krass. Oha. Beauty Julia, ah, die Mods wollen das. Ja, Noob wollte das immer unbedingt. Ich glaube, damit der Stream nicht zu lang wird. Mal sehen. Und ein Sing-Stream. Boah, nee, 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 nee. Pascal, hör mir auf damit. Es gibt kein Singen, kein Singen, kein Karaoke-Stream. Nee, 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 nee. Ich kann nicht singen. Ich kann Triangel, kann ich euch vielleicht vorspielen. Das war's dann aber auch schon. Jetzt in die Praxis gehen, nicht so gesund, da steckt man sich nur noch. Ja, lass es lieber, wirklich. Bleib zu Hause, wenn es eh von alleine schon mal weggegangen ist, dann vertrau dem. So, jetzt schneide ich das hier ab. Ich bin sehr gespannt, Amilla, was das hier wird. Ups. Muss ich die Rückseite dann eigentlich auch bekleben? Ja, ne, ich muss ja irgendwo drauf schreiben, scheiße. Dass ich sowas nochmal mache, dass ich überhaupt nochmal bastel, hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich. Es erinnert mich an als ich noch klein war, wenn man immer Art Attack geguckt hat. Und immer das, was fehlte, war der Bastelkleber. Ich könnte mir echt mal Inspiration bei Art Attack holen, ne? Das wäre doch mal was. Gab es doch auch immer das Art Attack Riesenbild. Kennt ihr es eigentlich noch? Danke fürs Folgen. Ich kann es nicht aussprechen, keine Ahnung. Monstertext, hi, wie geht's dir? Wir haben Nudeln, ja, ich bin reich. Oh Mann, ey. Klopapier ist die Währung. So ist es, Samirane, so ist es. Karaoke-Stream mit Zuschauern auf Discord. Leute, nee, da mache ich mich wirklich zum Affen. Da mache ich mich zum Affen. Nee. Desinfektionsmittel ist Platin. Igizimi hat bis vor ein paar Tagen auch nicht gedacht, dass er nochmal strickt. Oh Mann, auch geil, ja. Shit. Dieser weiße Bastelkleber, ja, der fehlte immer. Immer. Okay, ich habe es mir ein bisschen schöner vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber Leute, ich tue, was ich kann hier.
Ich tue, was ich kann. Wo ist eigentlich mein... Ich brauche eine Unterlage. Oh, mein Kleber neigt sich auch dem Ende. Mir geht's auch gut, Monster Text. Das ist schön. Wir haben noch eine Packung Ceva. Viel lag ich ultra soft. Oh, Bobby. Kenn ich gar nicht. Oder kennst du nicht, Amela? Oha. Oder Mr. Maker war auch immer eine geile Sendung. Kennt Mr. Maker? Das kenne ich nicht, Train. In jedem Stream von Julia höre ich immer einmal das Wort Scheiße. Echt? Fluche ich so viel? Hätte ich gar nicht gedacht, tatsächlich. Sage ich nicht meistens Shit? Oh, ist ja nicht gut, dass ich so viel fluche, ne? Tatsache. Kilo abgenommen in einem Jahr. Ach so! Ach ja, krass. Hast du wirklich? Er ist reich, er ist nicht faul. Ach ja, Checkies. Avenger Elf, auch am Start. Guten Morgen. Hallöchen. Alles gut bei dir? Momentan arbeite ich für einen guten Freund von mir und wir machen praktisch Programmierungsaufträge und Online-Event-Mal. Und wir haben halt Kundenbeziehungen aus anderen Zeitzonen und dann ist da halt... Ah, okay. Okay, das macht Sinn, wenn es dann andere Zeitzonen sind. Aber krass, das klingt richtig... richtig krass. Da würde ich wahrscheinlich wieder eine Bahnhof verstehen. Halt durch, Samirane. Oh, du bist so süß motivierend, Samirane. So. Und Nudeln. Netter Name, aber echt. Leute, kein Mensch braucht zu Hause dessen normal, aber öfter mit normaler Seife die Hände waschen. Poki, da bin ich bei dir. Ich bin sowieso, ich habe nie Desinfektionsmittel. Aber einige meiner Freunde, die haben halt auch schon bevor dieses Corona-Zeugs war, hatten die immer Desinfektionsmittel dabei. Ja, ich glaube, muss es jeder selber wissen. Ich vertraue halt auf meine eigenen Abwehrkräfte. Gott, ich fluche ja kurz nach dem Aufstehen mehr als du. Ich wollte gerade sagen, so viel fluche ich doch eigentlich gar nicht. Ja, Mann. Sport und Ernährung, das ist richtig gut. Respekt. Respekt. Glückwunsch, ja. 10 Stunden Bastelstream. Nee, Pascal, hast du das noch mitbekommen, dass ich am Wochenende vielleicht wieder einen längeren Stream machen möchte? Mit diesem Escape-Puzzle, was Schoki vorgeschlagen hat? Wir haben uns da nämlich gestern nochmal als ausgesucht nochmal drüber geschrieben. Danke dir, ich werde nicht aufgeben, das sollte keiner. Das stimmt. Willst du noch mehr abnehmen als 120 Kilo? Also, bist du am Ziel oder willst du da noch mehr machen? So, jetzt beklebe ich die Rückseite doch noch, damit ich da was draufschreiben kann für dich, Amela. Ist das toll? Mein Kleber ist dann allerdings leer. Ach du Scheiße. Ah! Okay, mehr Postkarten kann ich nicht basteln. Ich habe keinen Kleber mehr. I'm sorry, Leute. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ob das hält, sei mal dahingestellt. Oha, das war ein krasser Reim, oder? Ob das hält, sei mal dahingestellt. Lol. Amela, wir können auch, du hattest doch gesagt, dass du eventuell auch mit Joggen anfangen möchtest, wieder jetzt. Wir können auch zusammen joggen gehen mit 2 Meter Abstand. So. Aha.
Okay, Julia, ich muss jetzt leider los, hab um 11 schon eine, und muss vorher vielleicht mal ordentlich wach werden und noch was vorbereiten. Alles klar, Last Round. Schön, dass du aber am Start warst. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit oder viel Erfolg. Und arbeite nicht zu viel. Und einen schönen Tag noch. Tschüssi. Bin aktuell ganz zufrieden. Das klingt doch gut. Darf ich fragen, ab 120 Kilo abgenommen in einem Jahr? Darf ich fragen, ob du Mann oder eine Frau bist? Hab gerade scharfes Popcorn gegessen, um 10:43 Uhr am Morgen. Okay, Bobby. Coole Essgewohnheiten auf jeden Fall. Ach, ich muss hier weiter kleben, sonst trocknet mein Kleber. Okay, das weiß ich nicht, Amelia, aber ich habe zum Beispiel das Problem. Deswegen gehe ich nämlich normalerweise lieber im Fitnessstudio laufen. Weil ich da die Stufe einstellen kann und dann kann ich mir eine Zeit setzen. Und wenn ich so joggen gehe, dann denke ich mir, dann laufe ich immer so schnell, damit ich extra eher kaputt bin. Damit ich eher aufhören kann. Und das finde ich ganz schrecklich. Aber alleine finde ich sonst einfach kein Tempo. Das nervt mich auch irgendwie. Deswegen war ich letztens auch 13 Minuten einmal joggen. So. So, irgendwie langweilig. So richtig Spaß habe ich nämlich nicht am Joggen und dann hoffe ich immer, dass es schnell vorbei ist. So. Etwas Mehl mit Wasser anrühren. Bester Kleber ever. Mehl und Wasser? Nee, oder, Poki? Das wäre schon wieder so ein Tipp und Trick. So ein Tipp und Trick. Mann. Oh, dann ist aber, dann ist das ganz schön wenig. So, wie viel hast du? 72,2 Kilo, das ist aber wenig für einen Mann, oder? Diverses. Was? Und denk an das Storybild. Oder schick's mir privat. Okay, Last Round, ich guck mal. Ah, ich sterbe und hab nur einen gegessen. Wow, da muss es ja richtig scharf gewesen sein. Wie kommt man auch auf die Idee, sich scharfes Popcorn zu holen? Ich liebe dieses, oh Leute, dieses von Werthers. Ich kann nicht genug davon schwärmen. Dieses mit Karamell und Brezeln von Werthers. Leute, es gibt nichts Geileres als dieses Popcorn. I swear. Oder gehe Holz schleppen? Stirb leise. Heul leise, oder? Ja, stirb leise. Doch, Mehl plus Wasser ist super. Ach, krass. Pflastersteine tragen, gönn dir. Ich habe auch noch einen Pflasterstein in meiner Wohnung. Der müsste mal raus. Warum soll 72 Kilo sein, wenig für einen Mann? Ja, nicht wenig, aber es ist halt, also nicht, dass man dann noch mehr abnehmen müsste. Ich glaube, das ist dann eine gute Zahl. Ich dachte 72 ist wenig. Das ist ja fast so viel, wie ich wiege. Nicht ganz, aber 72. Aber erst durchlesen. Erst durchlesen, okay. Ja, klar, es kommt darauf an, wie alt und groß man ist. Das stimmt schon. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr super viel. Leute, alle auf Instagram nominieren mich für dieses Kinderbild. Ich habe kein Kinderbild von mir hier. Das hätte ich lieber nicht gesehen, Train. Train versetzt mir hier in Albträume. Wie dumm kann ich auch sein, da steht von Kindern fernhalten. Sag mal, Bobby, was hast du dir denn da für ein apokalyptisches Popcorn bestellt? Oder? Das ist ja ein bisschen krass.
Warum hast du einen Stein zu Hause? Ja, interessante Story damals. Als mein Vater hier war, haben wir so einen Schrank von der Wand, so einen Küchenschrank von der Wand abgeschraubt. Und Papa meint, ich brauchte aber den Stauraum, weil er sah an der Wand halt scheiße aus und jeder hat sich da den Kopf gestoßen. Und dann meinte Papa, dass wir den ja einfach auf den Boden stellen können. Hatten wir ihn auf dem Boden stehen und dann ging die Tür aber nicht auf, weil die bis unten, weil die am Boden abgeschlossen hat. Und dann meinte Papa, ja, ich hole einfach einen Stein. Hier draußen ist doch eine Baustelle. Ich hole jetzt einen Stein. Dann ist Papa losgegangen und hat einen Stein von der Baustelle geklaut, damit wir den Schrank da draufstellen konnten. Das sah aber auch scheiße aus, deswegen haben wir den Schrank dann doch woanders hingetan. Aber der Stein liegt da heute noch, weil er auch zu schwer war, als dass ich ihn selber raustragen würde oder könnte, glaube ich. Also jetzt habe ich halt so einen Pflasterstein in der Küche liegen. Ist halt ein bisschen blöd. Aber wenn Björn in der Küche steht, steht er da drauf. Ja, so viel dazu. Deswegen habe ich einen Stein in der Küche. Mach wieder aus. Vicky ist wieder da. Vicky, dadurch, dass du kommst, ich hole mir Kaffee Nummer 4. Er ist nämlich schon viel zu lange leer. Mach mal Kaffee, bin schon. Ja. Zwei dumme Eingedanke. Ich hole mir jetzt Kaffee Nummer 4 eben. Kaffee läuft. Ja, 72 ist auch normal. Ich wollte nicht sagen, dass das also wenig ist, aber es ist halt, es ist auch nicht so viel, dass man mit 72 Kilo noch weiter abnehmen müsste. So meinte ich das halt. Also, man ist mit 72 Kilo als Mann nicht übergewichtig. Dann weißt du es. Ja, mach mal, Bobi, bin ich mal gespannt. Maskenmann, guten Morgen. Wie geht's dir? Schön, dass du auch am Start bist. Ich hole mir auch einen, Samirane, sehr gut. Ich mache ja immer so ein bisschen Milch da rein, aber das ist jetzt der letzte Kaffee mit Milch, bevor ich einkaufen gehe, Tatsache. Ich kann nämlich gleich nicht mehr. So, einen Moment, Kaffee. Ich muss halt echt sagen, mir graut es richtig davor, einkaufen zu gehen. Wenn man dran riecht, dann ist das nicht so schlimm. Man riecht Schärfe ja auch weniger, als dass man sie im Mund. Mach das Bild mal als Emote, Kappa Train. Übrigens, aber Noob ist ja gerade nicht da. Ich weiß nicht, ob das einer von den anderen Mods auch kann. Es gibt jetzt diese Bitcheer-Emotes-Dinger. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, aber ich glaube, wenn man dann 100 Bitcheert, dann kann man da so ein personalisiertes Emote für nehmen, was ich hochladen kann. Und ich habe überlegt, ob ich da einfach mal einen Hammer für nehme, Leute. Vielleicht kriege ich es auch selber hin mit Photoshop, da einfach einen Hammer reinzuballern, aber das wäre mal so eine Idee gewesen. Wer mir Feedback geben möchte, gerne. Ups, Biologie. Wow, nicht viele können sagen, dass sie einen Pflasterstein in der Küche haben. Ja, Bocker Klaus, ne? Kannst du mal sehen. Was ich alles so habe. Grimla ist wieder da. Welcome back, Grimla. Immer noch alles gut.
Mit Teechen. Zorkan43. Hello. Was treibt dich hierher? Kaffee. Oh, stimmt. Ausrufezeichen Kaffee müssen wir machen, ne? Ich gehe mal recht spät einkaufen, dann sind die Läden leer und die meisten alten Menschen schon weg. Das glaube ich auch, Maskenmann, dass wenn ich später gehe, es weniger voll ist. Weil die dann glauben, die meisten gehen bestimmt morgens, weil, oh, ich brauche Klopapier, ganz schnell morgens hin, oh, ich brauche Nudeln, ganz schnell morgens hin, keine Ahnung. So hat Breuer es nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Die mähen bei uns um die Häuser, den Rasen mit den großen Mäher und ich reagiere mega allergisch auf das Zeug. Echt, Samirane? Oh shit. Heuschnupfen oder was? Frank Einmann, guten Morgen, was höre ich da? Kaffee. Ihr Glücklichen, hätte ich auch gern. Wieso kannst du keinen Kaffee haben? Wieso kannst du keinen Kaffee haben, Frank? Das ist ja grausam. Als Antifa-Mitglied hat man sämtliche Steine für die nächste Demo in der Wohnung. Was ist denn Antifa? Mal mit originalem türkischen Apfeltee? Ehrlich? Oh Gott, ich liebe es. Ich mag ja auch, ich gehe ja total gerne türkisch essen. Wir haben auch bei meinen Eltern da, meinen Lieblingstürken, das ist so ein Restaurant, das ist genial. Und da gibt es auch mal diesen türkischen Apfeltee. Viel zu süß, viel zu viel Zucker, aber oh Gott, geil. Richtig, richtig lecker. Übrigens, Arctic Train, wenn ihr weiter so schreibt, dann kann ich nicht arbeiten. Ich muss die ganze Zeit lachen. So, ich guck mal einmal eben. Hier hat mir einer Foto vom Popcorn. Oha! Das ist übrigens das Popcorn, von dem Bobi redet. Das sieht halt auch schon so aus, als könnte man es nicht essen. Du hast es ja drauf angelegt, wenn du sowas kaufst, Bobi. Kann man ja sonst gar nichts zu sagen. Bobi. So. Bei uns dürfen eh nicht mehr als 80 in den Supermarkt, Gründer. Ist das denn großer oder ein kleiner Supermarkt? Ich bin mal gespannt. Ich war seit diesen neuen Regelungen, ich glaube, wann kam die, Samstag oder Sonntag, wo es ja noch mal ein bisschen verschärft war, ich noch nicht einkaufen. Das letzte Mal war super entspannt, als ich einkaufen ging. Wirklich, alles da, leerer Laden, toll. Und ich werde heute in den gleichen Laden gehen und ich hoffe, das ist wieder so. Hole mir nur noch mal. Ah, Leute, ich muss einmal kurz Befehl Kaffee machen. Sorry. Hier achtet ja niemand anderes drauf. Der wievielte ist es bei dir, Amilla? Bei uns im Herten gestern bei DM Security und eine Warteschlange quer durch die Innenstadt. Ah, okay, ob Klopapier Zewa da ist, das ist krass. Hier bei Butni stand auch schon ein Schild an der Tür, dass die kein Klopapier und kein Desinfektionsmittel mehr halten. Also es war direkt an der Tür, damit man dann gar nicht erst reingeht. Ach, krass. Ich brauche unbedingt noch Wimperntusche. Aber die ich immer habe, gibt es hier nicht. Und jetzt muss ich irgendeine nehmen. Ist das Mokka? Ist Mokka nicht Kakao? Kakao mit Kaffee oder so? Oh, ich sehe ein neuer Befehl. Du möchtest wissen, wann ich streame und aktuelle Informationen erhalten? Dann schau doch mal auf meinen Insta. Und das, okay, Train oder Arctic, wer auch immer gerade diesen Command angepasst hat, das sieht halt schon strange aus. Aber gut, vielleicht gucke ich nachher mal nach dem Stream, ob ich da irgendwas noch anderes in den Command schreibe oder so. Samiran hat mega Heuschnupfen bei Gräsern und Blühen, ist gerade. Oh nein, ich kenne das von meinem Papa, der hat das auch. Ich weiß noch früher immer, wenn Ostern war, es gibt ja immer diese Ostersträuche und ich wollte immer diese Weidekätzchen, weil, also dieses,
Ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, diese Stöcke halt mit diesen plüschigen Dingern, die es halt auch zu Ostern gibt. Und die hätte ich immer total gerne als Osterstrauch gehabt, weil die halt plüschig sind. Aber wir konnten die nie holen, weil mein Papa Heuschnupfen hatte. Das war immer sehr schade und sehr traurig. Und als kleines Kind konnte ich das nie verstehen, warum ich nicht die haben kann. Nope, Fanta. Antifa ist so eine linksextreme Vereinigung, schwarzer Block und so. Okay. Habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber ich bin bei sowas auch echt nicht im Thema. Auch schon wieder was gelernt. Bin im Auto unterwegs, keine Kaffeemaschine. Frank, hol den Kaffee to go. Fahr zur Tankstelle und hol den Kaffee to go. Oh mein Gott, das kannst du ja so nicht machen. Habe ich mir Ende Februar aus der Türkei mitgebracht. Oh, mega, Gremler, mega. Dann sei mal froh, dass du Ende Februar im Urlaub warst. Also ich gehe mal aus. Warst du da im Urlaub oder so? Auf jeden Fall war, sei froh, dass du Ende Februar noch dahin geflogen bist. Kannst echt nur alle und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Wünsche dir einen richtig dicken Regenschauer, damit die Pollen weggespült werden, ja. Wenigstens nicht verreckt. Hast Glück gehabt, Bobby. Kaffee wurde noch nicht geändert, habe ich jetzt geändert. Ich bin ein bisschen hinterher gerade, aber gleich bin ich wieder da. Bin gerade ein bisschen AFK und so mit. Fenster sind zu und seit ich aufwachte. Scheiße, Samirane, es tut mir echt leid. Man braucht einfach mehr Zeit zum Einkaufen, dann geht das, okay. Ja, ich habe aber auch. Also, eigentlich bin ich ja jetzt nicht ängstlich oder mit diesem Virus, aber ich habe halt auch diese Videos gesehen. Ich habe keinen Bock damit, 500 Leuten im Supermarkt zu chillen und dass man sich da so drängelt oder so. Aber ich glaube, so schlimm ist es nicht, ne? Die Menschen gehen auf Abstand eher. Amila zählt schon gar nicht mehr, ist seit 6 Uhr wach. Oh Gott, seit 6 Uhr, warum? Und No Name, guten Morgen! Schön, dass du auch mal wieder da bist mit Crazy Daddy Mode. Wie geht's dir, No Name? Okay, ich war's, aber wieso ich? Trine, du bist immer schuld. Wimperntusche. Oh, Chat weg. Ah, Moment. Wimperntusche braucht man nicht zum Überleben. Nein, Vicky, aber ich könnte mir ja mal welche kaufen. Beste Kaffee ist italienischer Espresso. Italienischen Kaffee mag ich auch sehr gerne. Arktik, du bist auch immer was. Mokka ist Kakao. Oh, dann trinken alle Kinder Mokka. Ja, quasi. Aber Mokka ist doch eigentlich Kakao mit Kaffee, oder nicht? Ja, wer den Command angepasst hat, das sieht wohl blöd aus. Als erstes wurde direkt ich in Verdacht gestellt. Oh Mann, Trine und Arktik. Die erlauben sich hier gerade ein paar Späßchen. Gut. Die gehen gar nicht, aber dieses Jahr sind die Weidekätzchen schon auf dem Boden viel zu früh. Alles dies Jahr, auch die Frei, die sind sonst in den Osterstrauß kommen, sind schon aufgelöst. Ja. Mal sehen, wie das wird, ne? Aber wir haben ja auch schon echt Frühlingswetter hier. Ich habe auch noch gar nicht Siri gefragt, wie spät es heute ist. Hey Siri, Wetter. Ich habe noch gar nicht Siri gefragt, wie spät es ist und ich will das Wetter wissen, ist klar. Strahlender Sonnenschein, 6 Grad in Hamburg. Wir haben so schönes Wetter hier, das ist toll. Ich kann jetzt eigentlich auch mal hier die Kamera wieder ausmachen. Ich bin gerade ein bisschen fertig mit Basteln eigentlich. Obwohl, ich muss noch schneiden. Ah, es klebt fest. Nein, nein. Oh, shit. Bildungsauftrag erfüllt. Aber echt. Hast recht, Maskenmann. Moin, Fitzi Fitz. Nee, geh zum Bäcker. Tankstelle hat genug Geld. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Die Bäckereien haben es im Moment, glaube ich, nötiger. Ich habe hier zweimal den gleichen Bäcker nebenan und normalerweise ist da ist immer eine Schlange bis draußen, wirklich. Die stehen, weil der Bäcker so gut ist, stehen die 100 Meter noch in Schlange und jetzt ist die Schlange kürzer, obwohl der Abstand zwischen den Personen 20 Meter ist und da denke ich mir auch so, fuck. Vielleicht hole ich mir da auch nachher ein Brötchen, anstatt Quark zum Frühstück zu essen. Das ist auch nicht schlecht. Gute Idee. Gute Idee. Wer auch immer das mit dem Bäcker. Danke, Fitzi Fitz, dass du mich auf die Idee gebracht hast. Den Insta-Timer. Moin an alle Neuen. Genau, moin.
Welcher Partei gehört Angela Merkel an? Ich würde jetzt mal sagen, das ist die CDU. wenn das jetzt falsch ist, dann blamiere ich mich des Todes, aber ich glaube, da bin ich mir relativ sicher. Ja, war im Urlaub da. Ja, Gremler, Glück gehabt. Ich hatte auch noch Glück, dass ich noch vor dieser ganzen Krise im Urlaub war. Unten auf der Popcorn-Verpackung steht sogar Hasta la vista, Baby. Wie geil! Das finde ich witzig, Bobby. 10 Quadratmeter ein Kunde, oder? Oh, das weiß ich nicht, Samirane. Pro 10 Quadratmeter ein Kunde? Hui. Abstandsaufkleber auf dem Boden, da halten sie sich dran mega gut. Das finde ich auch gut, Maskenmann. Das habe ich auch schon von Train gesehen. Der hatte mir auch schon ein Bild geschickt, dass es bei ihm so ist. Aber ich habe es tatsächlich so noch nicht gesehen. Ja, Arktika. Nee, nee, nicht anhalten. Hab zwei Rückenpferde dabei und die müssen zur Arbeit. Ach, krass. Was machst du so? Sind das deine Pferde oder? Warte mal, Rückepferde? Was sind denn Rückepferde? Ich denke jetzt an richtige Pferde. Was bedeutet Rücke, habe ich noch nicht gehört. Jetzt bin ich auch noch weiblich. Oh, Arktika. Mach dir nichts draus. Eine Geschlechtsumwandlung hatten hier schon mehrere. Samirane mag keinen Mokka, okay. Verpeilt wie immer. Wieso? Ja, ein bisschen. Kommt drauf an, welche Bäckereien. Ketten haben auch genug Geld. Ja. Wobei die Bäckerei hier, die gibt es, glaube ich, nur zweimal. Einmal ungefähr 200 Meter in die Richtung und einmal 100 Meter in die Richtung. Leckeres Meerkornbrötchen. Njam. Aber ich muss mir die immer belegt holen, weil ich sowas nicht zu Hause habe, so Aufschnitt oder sowas. Julia holt sich mal ein Brötchen. Ja, das kommt manchmal vor. Gianluca ist auch wieder am Start. Welcome back, Gianluca. hab wieder gewonnen. Ich habe 7 sonnige 7 Grad. Immortal aber nur 1 Grad mehr. Aber ja, du hast knapp gewonnen, muss ich zugeben. Ach, Pferde für die Landwirtschaft. Ah, okay. Wir Ladies halten zusammen. Amela, wie geil bist du denn? Mega. Stimmt, Arktik, du hast jetzt weibliche Unterstützung mit dir. Sei doch froh darüber. Wir sind jetzt auf deiner Seite. Arbeitest du im Forst wegen der Rückepferde? Einen wunderschönen guten Morgen, Z1. Ist das richtig so? Wie geht es dir? Für Holzrücken aus dem Wald. Ah, 1 Grad Sonne, sagt mein Wetter. Wiki, Wiki. Damit hast du es wieder nicht so schön warm heute, ne? So, widme mich jetzt mal weiter der Karte hier für Amela. Muss ich gleich nur noch irgendwas draufschreiben. Da, beim Schreiben bin ich ja nicht so kreativ, ne? Muss ich zugeben. So. Ich würde jetzt gerne noch ein paar gelbe Punkte oder so drauf machen, aber ich weiß nicht, wie ich Punkte mache. Ich habe kein. Ah, vielleicht bitte Prittstift. Amela, die darfst du niemals wegwerfen oder so, ne? Die musst du in Ehren halten. Direkt Schule hier, geil. Alles klar, Pascal. Bis heute Abend. Freue mich, dass du wieder am Start bist. Und freue mich, dass du am Start warst. Danke dir. Wir sehen uns oder wir hören voneinander. Also, du siehst mich, ich höre dich oder ich lese dich. Schönen Tag noch, Pascal. Arbeiten im Wald und ziehen Baumstämme. Die sind mir ebenso der Wald. Ah, okay. Oha, minus 5 Grad. Wohnst du in der Arktika? Wow. Weil die schweren Maschinen den Waldboden zerstören. Okay, das macht Sinn. Ich empfinde die Sonne schon als warm und meine Wäsche auch trocknet mega durch den leichten Wind. Das klingt gut, Samirane. Ich finde auch wirklich, dass die Sonne scheint, ist das Schönste. Und klar, viele sagen so, oh, jetzt bei dem schönen Wetter kann man nicht raus. Aber ich denke mir, es ist doch viel geiler, selbst wenn man drin ist, wenn draußen die Sonne scheint. Das macht doch gute Laune. Niemals, das kommt direkt neben mein Hasselhoff-Autogramm. So lobe ich mir das, Amela. Hast du eigentlich auch schon ein Fernanda-Autogramm? Ich glaube, wir haben noch welche über.
Weil ich mit 17 einen Führerschein mache. Wie alt bist du denn, Bobi? Frank, danke fürs Folgen. Vielen Dank. Guten Tag, freundliche Bastlerin und nette Community. Oh, guten Tag, wie geht's dir? One Cuba Libre? Oha, ich habe schon einen Cuba Libre im Chat. Ist dein Lieblingscocktail auch Cuba Libre? Sehr witzig. Denkt, wer gewonnen hat. Was, Vicky? Ich bin gerade raus. Bin ich nicht? Schade, Jason, schade. Cuba Libre als Cocktail zu bezeichnen. Oder als Longdrink, oder was? Bezeichnet man das eher als Longdrink? I don't know. 16 bist du, Bobby. Dann guckst du meinen Kanal tatsächlich auf eigene Verantwortung, ne? Oha, das passt farblich so krass. So, ich möchte. Amela, möchtest du gelbe oder blaue Punkte da drauf haben? Das kannst du dir jetzt aussuchen. Rum plus Cola. Ja, okay, dann ist es ein Longdrink. Bier oder Jägertee? Da tun sich Bildungslücken auf. Sorry. Blau. Okay. Ich hätte tatsächlich gelb genommen, aber wenn du blau möchtest, dann machen wir natürlich blau. Ist ja kein Ding. Bin angekommen und muss arbeiten. Viel Spaß euch noch bis später. Alles klar, dann frohes Schaffen, Frank, und schönen Tag noch. Bis dann. Mojitos sind lecker, besonders im Sommer. Ich habe Amela in Herford war, das habe ich in Mojito getrunken, so ein Erdbeermojito. Den mochte ich auch gerne. Also ich bin der Erdbeercocktailtyp. Ich liebe auch Strawberry Daiquiri. Nicht Jäger, Jager. Was ist denn Jager? Dason Hit Wonder. Jager-Tee? Was ist denn Jager-Tee? Das kenne ich nicht. Fernanda habe ich nicht bekommen. Amela, ich glaube, da können wir noch was machen, wenn du sie möchtest. Wenn du sie möchtest. Tolle Pflanze hast du. One Cuba Libre, das ist Bambusbjörn. Er ist immer am Start. Guten Morgen, Szene Wien. Auch schon wach, wie geht's dir? Machst das für mich zum Geburtstag? Was, so eine Karte basteln? Das ist ganz schön viel Arbeit. Mit Mineralwasser und Spreit ein Fest. Ist Tee mit Rum? Okay, das klingt weird. Après-Ski-Getränk. Ah, okay, Après-Ski mache ich nicht so oft. Kannst du Björn Googly Eyes aufkleben? Alles wird besser. Geil. Wäre schon witzig, ne? Dann bräuchte ich aber so ganz große, die ich da irgendwie so reinhänge oder so. Das wäre, glaube ich, cool. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben, ich glaube, das fände ich auch cool. Björn mit Googly Eyes. Das wäre lol. So, drei Kreise kriegt Amela hier noch. Dann hat sich die Sache. Da muss ich irgendwie einen kreativen Text da drauf schreiben. Wir könnten alle gemeinsam Amela was dichten. Wie wäre das? Ein Gedicht für Amela auf die Karte. Als Community-Aufgabe. Das können ja alle schon mal überlegen und ich schneide so lange noch die Punkte. Ich habe ganz vergessen, Björn Hallo zu sagen. Hallo Björn, meine Lieblingspflanze bei Twitch. Sehr gut, Angelo. Besser spät als nie, ne? Björn lässt zurückgrüßen. Lieblingspflanze bei Twitch. Was sagt man dazu, Björn? Das ist schon ein krasses Kompliment, oder? Hab mir aber was zu essen geholt. Train, was gibt's? Hattest du nicht gerade Essen? Hast du nicht Nutella-Brötchen oder so gegessen? Fotografie ist auch am Start. Moin, Fotografie. Wie geht's dir so? Hast du das Wochenende gut überstanden? Tati, was Bastelstunde. Ja, so ungefähr. Wir basteln hier gerade die Postkarte für Amela.
kann sich mit meinen Kanalpunkten ja Postkarten wünschen, sage ich mal. Und Amila wollte gerne eine selbstgemachte. Gesagt, getan, ne? Vorhin, ja, jetzt ein Ofenbrot. Was ist denn Ofenbrot? Ist das sowas wie Ofenbaguette? Hausmacherplatte. Nochmal was vom Popcorn zu essen. Ja, Bobi, gönn dir, aber bitte nur eins, ja? Nicht, dass du hier gleich wieder fast stirbst. Magst du scharfes Essen? Ich bin da ja nicht so ein Fan von, ehrlich gesagt. Okay, ich werde gleich, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich werde übrigens meine festen Zeiten während der Corona-Zeit aus meinem Twitch-Profil rausnehmen und jeden Tag spontan streamen. Also ein Brot belegt mit Käse, Tomatensoße, Paprika und das wird dann überbacken. Okay, das klingt geil. Es ist belegt mit Käse und es wird nochmal überbacken mit Käse, also Doppelkäse. Ich hätte auch Hunger, bin aber zu faul und eigentlich wollte ich schon längst los. Ich habe eigentlich auch Hunger, aber ich muss sagen, ich habe gerade, es ist nicht so übertrieben und irgendwie hätte ich mehr Lust auf ein Brötchen als auf Quark. So. Das sieht doch ganz süß aus. So machen wir es. Ich liebe Mais, sagt ich liebe Mais. Okay. Pon Salun 69. Hello. How are you? Ja. Mag schärferes Essen. Okay, krass. Wow, nice. Ich will auch. Aber ja, das klingt schon geil. Mal sehen. Ich muss mir auch gleich irgendwie eine Einkaufsliste oder so machen. Ich weiß tatsächlich noch nicht, was ich heute Abend mache. Was sollen wir heute Abend machen, Leute? Kochen? Again? Muss ich nur noch überlegen, was. Mein Reis müsste halt eigentlich auch mal weg. So. Ein leckeres Quiche. Oha, das klingt sehr kompliziert, ehrlich gesagt. Und ihr müsst dran denken, ich habe kein Öl. Irgendwas ohne Öl muss gemacht werden. So. Dichten wir jetzt eigentlich gemeinsam was für Amela oder wie sieht das aus? Was reimt sich denn auf Amela? So. Ah. Bastelstunde on point hier. Koch mir was Gutes. Jau, Senevin, jau. Was möchtest du denn haben? Geschnetzeltes mit Reis und Rahmsoße. Ist auch nicht so meins, Train. Train, du bist ein Mann, der Ahnung hat vom Essen. Was ein Kompliment hier. Pamela. Pamela. Oder gute Bürger. Dracula Max ist einfach mal Bürger. Ich kann nicht dichten, da kommt nur Müll raus. Oder so ein Hähnchen. Liebe nette Amela, deine Anwesenheit ist so wunderbar. Wir freuen immer, wenn du bei uns bist. Und deshalb bist du ganz oben auf unserer Freundschaftsliste. Oh, das ist nicht schlecht, Juan Cuba Libre. Das ist nicht schlecht. Wir freuen uns immer, wenn du bei uns. Wir freuen uns immer, wenn du bei uns bist und deshalb bist du ganz oben auf unserer Freundschaftsliste. Dann schreibe ich sogar in der Wir-Form von der Twitch-Community für Amela. Was hältst du davon, Amela? Das muss ich mir erstmal abfotografieren, bevor ich es vergesse. Das finde ich nämlich gut. Spannend. Ach, was du gut kannst. Ich kann den Quark machen, Zenewin. Das Kirchrezept von mir. Das Kirch? Welches Kirch? Du hast das Pumpkin-Salat-Rezept, habe ich gesehen. Warte mal eben, Kremler. Kirsch. Kirsch? Oh, da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Ein Kirschrezept habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Arktik,
Mach mal zwei. Ja, oder warte. Also, mach okay, leider. Das Kirschrezept muss ich gleich mal suchen. Ew. Ich bin hier gerade ein bisschen überfordert mit meinem Discord, Leute. Es überfordert mich. Rezepte. Da ist kein Kirschrezept. Außerdem, wo bekomme ich Kirschen her, Gramla? Quisch. Sweetie ist auch da. Guten Morgen, Sweetie. Muss ich gleich mal gucken, Gramla, ehrlich gesagt. So. Aber ich glaube, ich möchte noch einen Kaffee, wenn ich ehrlich bin. Rezepte tauschen. Das letzte Fotorezept, war das nicht der Salat? Moment mal. Ach da, das habe ich noch gar nicht gesehen. Kirsch, zwei Gläser oder 3 Pfund Kirschen, Puddingpulver, Zucker, Milch, Wasser, Prise Salz, Milch und Mehl, bis es dickflüssig ist. Dann müsste ich, was müsste ich denn dann alles kaufen? Eier müsste ich kaufen, Puddingpulver. Ich bin halt ganz ehrlich, ich bin nicht so der, ich mag nur frische Kirschen. Das ist, könnte ich das auch mit Erdbeeren oder so machen, Gremler? Meinst du, das geht? Eine Postkarte für die liebe Amela, denn sie ist im Stream ja immer da. Daher freut sich Julia ganz feste und gibt beim Basteln gleich das Beste. Freuen wird sie sich wie Bolle, denn wir mögen sie ganz dolle. Liebe Amela, bleib gesund und für dich ist die Karte ganz bunt. Ich kann nicht dichten, hihi, aber wollte auch. Hä, das ist voll geil, Samirane! Daraus mixe ich mir was. Bin ich gute. So. Ist jetzt der um 5 um 20 nach 11? Was Maskenmann? Was meinst du, Maskenmann? Bobi, was schickst du mir her? Popcorn mit Chili-Geschmack. Liefert ihnen die scharfen Produkte. Das ist crazy, ja, Bobby. Viel Spaß mit dem scharfen Popcorn, ne? Geht auch mit Pflaumen? Pflaumen aus der Dose oder Erdbeeren meinst du nicht? Erdbeeren wäre halt richtig geil. So Tiefkühl-Erdbeeren könnte ich doch nehmen, oder? Müsste man vielleicht einfach mal ausprobieren. Fünfter Kaffee. Ja, ich glaube, ich möchte auch meinen fünften Kaffee, Maskenmann. Ich finde es so geil, dass wir zwei Cuba Libres bald im Chat haben. Zwar gerade einzeln, aber trotzdem. Ich schreibe in das Herz noch Amela, ne? Das ist, glaube ich, ganz cool. Vielleicht mit Grün? Oder blau. Oder einfach mit Kuli. Ich schreibe es erstmal mit Bleistift vor. Oder schmecken die einfach nach nichts? Also ich mag die Tiefkühl-Erdbeeren eigentlich mega gerne. Was ich damit mache, ich püriere mir die immer so ganz gerne. Dann ist das wie so ein. Wie heißt das? Wie Sorbet. Finde ich richtig geil. Also ich mag die ziemlich gerne. Aber so nur die Erdbeere an sich würde ich nicht essen tatsächlich.
Ja, habe ich gesehen, Bobby. Ich find's crazy. Meinst du, ich soll es vielleicht einfach mal ausprobieren, Gremler? Daraus könnte man ja Smoothies machen. Ja, genau, sowas mache ich mir. Aber dann zum Löffeln. Also, dass es nicht ganz so flüssig ist zum Trinken, sondern mehr so zum Löffeln. Okay, das sieht nicht so schön aus. Gut, dass ich es erst mit Bleistift hier. Ist ein bisschen schief tatsächlich. Das machen wir nochmal neu. Kannst du machen. Ja, dann probiere ich das vielleicht mal auf. Dann gucke ich mir das Rezept gleich nochmal an und setze da ein bisschen was von auf. Auch ein krasses Abendessen, so süß. Da muss ich zu Mittag was nicht Süßes essen. Also kein Quark zu Mittag. Dann gibt es ein Brötchen. Tada! Meine Kids machen das immer auf den selbstgemachten Joghurt drauf. Ist super lecker, aber auch mit jeder anderen Obstform super machbar. Ja, ich finde es auch richtig geil. Zeugensativas. Ja, moin, ne? Probier aus, du bist die Meisterküchen, Julia. Ja, auf jeden Fall. Angelo, bist du auch am Start später? Kirschen und Pflaumen kann man das warm und kalt essen. Okay, guck auf jeden Fall nachher mal mit Erdbeeren. So. Habe ich einen schwarzen Stift oder so? Wahrscheinlich nicht, wie ich mich kenne, ne? Ich kann es auch pink machen. Ich mach's mal pink. Pink geht immer, ne? Ich hoffe, Amela mag pink. Ich weiß gar nicht, ob Amela pink mag, ehrlich gesagt. Aber jeder mag pink, oder? Ich mach's auch einfach nochmal grün. Ich male einfach mit ein paar mehr Farben drüber. Let's see. Okay, nein, jetzt habe ich's versaut. Mist. Mist, das sieht jetzt nicht mehr schön aus. Verdammt. Egal. Passt schon. Text schreibe ich später. So, wir sind jetzt ready. So sieht's aus. Unser Meisterwerk. Tada! Weg damit. Ich hasse Pink. Ja, ich mag Pink, sehr gut. Ich mache mir gerade einen Quark mit Giftpulver, gleich Liebe. Ich habe auch Hunger, dann mache ich mir auch einen. Dann streame ich noch ein Stündchen oder so. Dann gehe ich laufen. Dann habe ich Vorlesungen und dann mal gucken, was ich zum Mittagessen. Das wäre eigentlich ein Plan, oder? Ich glaube, das wäre ein Plan. Und während der Vorlesung schreibe ich alle Postkarten für Poki, für Schoki, für Amela, für meine Mods. Samirane, deine Schoko. Ach, deine Schoko. Deine Postkarte, die lege ich noch an die Seite, ne? Die ist reserviert für dich. Ich bin immer da, Julia. Boah, Angelo, du bist ein Weltmensch. Oh, witzig. Witzige Postkarten hier. Oh, die ist schön. Ah. Mit Kamelen. Muss ich alles haben. Die ist geil. Auch witzig. Interesting. 6,9K fehlen noch. Ja, das geht doch fix am Iran, oder? Fertig gestylt ist die Vicky. Und dann muss ich mal los. Ich gehe da mal. Bye. Alles klar, Bobby. Schön, dass du da warst. Wenn du Lust hast, heute Abend 19 Uhr. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Du baust dir jetzt einen Weihstab. Okay. Zum Weihen von Personen oder wie? So.
Ah, Kamelkarten. Mist, jetzt gehen die da nicht mehr rein. Warum habe ich sie nur rausgeholt? Guten Morgen, CS 13411. Hast du gut geschlafen? Ein zum Rauchen. So. Das kann natürlich auch sein. Ah, okay. Ja, dann mach das mal. Friedenspfeifenmäßig. Alles klar. So weit habe ich nicht gedacht, aber ja, würde Sinn ergeben. Ja, hab ich. Das ist schön. Das ist sehr schön. So. Das mache ich nachher mal. Amillas Karte auch am Start. Jetzt muss ich immer wieder ein bisschen aufräumen, ne? Chaos. Immer wenn ich streame, habe ich danach Chaos. Mann, Mann, Mann. Eine komische Maus funktioniert auch nicht mehr. Jahrelanges Mitglied. Ihr seid echt verrückt. So, das bringe ich am besten nachher mal irgendwann zum Papiermüll, diesen Rest Pappe. Ich werde jetzt mal die Weltherrschaft an mich reißen. Wünsche euch noch einen Tag. Schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Cuba Libre, dir auch noch einen schönen Tag. Wenn du Lust hast, heute Abend. Das Chaos fabrizierst du aber selber. Ja, das stimmt tatsächlich. Da kann ich euch, die Schuld kann ich leider nicht euch geben. Da hast du schon recht. Wer lügt, lernt im Anzlinger? Wow. Wow, Leute, wow. So. Ich brauche jetzt, glaube ich, noch einen Kaffee. Dann reicht es auch erstmal, glaube ich, mit Kaffee, oder? Dieser Instagram-Command. Soll ich eigentlich mal die Musik wechseln? Ist das fancy? 19 Uhr, genau, Mann, Cuba Libre. Ich zähle auf dich. Es läuft Musik, ja, es lief Musik. Habt ihr die nicht gehört? Du hast Musik an? Hä, habt ihr keine Musik gehört im Hintergrund? Ihr hört Summertime schon gar nicht mehr, glaube ich. Alles klar, Vicky, bis dann. Oha. Ich glaube, ihr hört die gar nicht mehr. Summertime lief die ganze Zeit. Ihr überhört es nur einfach. I swear, ihr überhört Summertime einfach. Tada! Ja, aufgeräumt hier. Die ist manchmal einfach da, die Musik. Ja, so als so kleine Hintergrundmusik, so richtig krasse Musik. Was ich gerade noch mal ausprobieren möchte, wäre, glaube ich, I show you. Soll ich es noch mal wagen? Ich glaube zwar nix. Aber man weiß ja nie, ne? Ja, I try. Ich versuche jetzt mal, I show you. Wir haben es ja schon lange nicht mehr ausgetestet. So. Da. Gucken wir mal, ob es klappt. Ob ich euch Musik anmachen kann. Jetzt hört ihr die wahrscheinlich so. Das macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier Pause mache, hier mache ich I show you. Das mache ich wieder an. Nö. Nö, ist nicht.
Es ist nicht, Mann. Ich nerv das mit der Musik. Das ist wirklich etwas, was mich nervt am Mac. Naja. Das in die monatliche Cannabis-Sekte der Welt entzeugen. Was erzählt ihr gerade? Angelo hat auch keine Musik gehört. Verrückt. Das ist echt verrückt. Das gucke ich mir gleich mal in der Wiederholung an. Was ist was mit der Musik? Le Kurt, was, was? Was, was, was? Die war wohl weg. Jetzt ist Summertime aber wieder am Start. Jetzt guck mal, ob ihr die hört, weil die war die ganze Zeit da. Die war, glaube ich, einfach sehr leise. Und hab Nerven am Mac gehört. Ja, MacBook. MacBook und Twitch und Streaming, das ist einfach nervig. Hört man. Okay, gut. Dann ist ja gut. Ja, Leute, 2 Stunden 15 streame ich hier schon wieder. Okay, Train, hab WhatsApp zur Kenntnis genommen. Also jetzt höre ich sie, ja, sehr gut. Aber ich habe auch viel telefoniert nebenbei, okay. Vielleicht nehmt es auch nicht mehr wahr, das könnte sein. Was, wo geht die Zeit hin? Ja, Gremla. Aber Gremla, ich glaube, du bist noch nicht ganz von Anfang an, warst du ja nicht am Start diesmal, ne? Aber ja, 2 Stunden 15. Heftig. Oh mein Gott. Naja, ich glaube aber, ich verabschiede mich jetzt gleich mal wieder. Dann hole ich mir nämlich doch ein Brötchen, mache mir einen Kaffee dazu, bring Pappe weg. Und wir sehen uns ja heute Abend schon wieder. Und ich schreibe mir mal eine Einkaufsliste und guck mal, ob ich dieses, was du da vorgeschlagen hast, mit Erdbeeren mache. Vorausgesetzt, ich kriege überhaupt irgendwo Tiefkühl-Erdbeeren. Das ist ja auch noch so eine Sache. Endlich hört man die Musik. Bin nur deswegen hergekommen. Maskenmann, Hammer. Ich bin Cannabis-Patient und bekomme 90 Gramm Cannabis im Monat verschrieben vom Arzt. Ach krass, okay. Ja, ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Wie viel Uhr? Samirane, 19 Uhr. Das letzte Mal, dass es noch diese feste Zeit gibt. Danach nehme ich die festen Zeiten raus und mache es jetzt jeden Tag immer spontan. Viel Spaß in